Ja, liebe Leute, es geht weiter mit Ukulele and Impossible Lair. Braucht er hier mehrere Münzen? Oh, mein Lieblingsgeschäftskunde. Nein, danke. Wegen mir was? Weg mit euch. Geizel, Zeit ist Geld. Kommt zurück, wenn ihr bereit seid, wie die Münzen zu zahlen. Wir haben halt einfach zu wenig, das ist das Problem. Ob ihr mal in Bereich 10 hinkommt, das weiß ich immer noch nicht. Oh, da ist ein Tonicum. Okay. Ich komme da nicht wirklich hin, ne? Kann es sein, dass sie auch weitere Tonicums erstellt haben? Die Entwickler? Kann natürlich sein. Nur weg damit! Das haben wir ja, glaube ich, komplett durch, ne? Okay, wir haben es noch nicht gespielt. Oder wir haben noch keine Münze. Naja, sonst würde hier abgeschlossen angezeigt werden. Wir haben es anscheinend noch nicht gespielt, dann spielen wir es doch. Wenn du direkt nach unten eine Rolle machst, springst du. Was? Was haben wir eigentlich alles drin? Also, dicke Haut. Yuka ist über viel längeren Zeit mal unsichtbar, wenn er einen Treffer... Ah, eben den Treffer. Da fügt den Kapitel mehr Kontrolldetis. Ah, die, eben diese Dinge und wir können halt, die Feinde haben Glubschaugen, aber das gibt ihm 0,5 mehr und das zieht halt minus 0,2 ab und das auch. Ja gut, eben, manche Dinge sind einfach nur als Witz gedacht. Oh ja. Das Münze 1. Okay. Wahrscheinlich oben, ne? Ja. Okay, wir wissen jedenfalls, dass wir den Kerlchen brauchen. Das ist eben das Schöne, wenn er zwei Leben hat, da geht das auch eher. Natürlich kann auch uns mehr Schaden machen. Ja, wunderbar. So ist das alles in Planung gewesen. Diese Musik einfach. Wie der gerade erdrückt worden ist. Na, wir müssen das... Okay. Ich hatte schon Angst, dass ich das, was er im Mund hat, hier kaputt macht. Okay, das ist ein Checkpoint. Sehr schön. K
kann nochmal ein Checkpoint? Okay. Naja, ich habe ja nichts gegen Checkpoints. Es gibt uns eine Frucht, okay. Na, ich war zu langsam. Irgendwie hat er festgehangen. Oh Mann. Na, dann nehmen wir halt die Feder nicht. Ich kam da nicht hoch. Ja, ziemlich vergessen, das Ding da. Na, egal. Boah. So, die Frage ist natürlich, für was wir die Frucht hier brauchen. Wahrscheinlich für den Kerl hier. Ja, wunderbar. Hat ja alles gut gekloppt. Sowas programmiert. Diese Musik einfach. Aber wenn man an Level 10 kommt, das würde ich schon gerne wissen. Ich weiß, ich sage immer Level 10, aber es ist Kapitel 10, ist auch egal. Ja, und das war völlig doof von mir. Oh ja, machen wir den überspringen. Nein. Sicher nicht. Ich meine, es ist ja nett und, nicht gedacht, dass es sowas gibt. Also zwischendurch ist einfach, wenn ich da unten bin und irgendwie nicht mehr hochkomme. Also das ist echt nervig. Eigentlich ist der Bereich gar nicht schwer. Ich will hier halt noch mehr Federn sammeln, als man muss. Und ich meine, jetzt bekomme ich es ja irgendwie gerade hin. Wieso kriege ich hier Schaden, obwohl ich gerade... Ja, was soll ich da machen? Wenn ich auf den Typ drauf springe, kriege ich Schaden. Wenn ich mich nicht bewege, kriege ich Schaden. Ich kriege einfach nur Schaden. Das ist eigentlich lustig. Ich brauche da das Ding definitiv gar nicht. Ich brauche sie hinten. Seht ihr den Bereich überspringen? Was hätte jetzt das gebracht?
Oh. Soll ich denn da hochkommen, bitte? Ah. Ah. Okay, das ist ein Stachelviech, das ich nicht besiegen kann. Okay, da komme ich nicht hoch. Oder doch? Boah. Nein. Boah. Also ich habe mich da vorhin gerade echt blöd angestellt. So, die Frage ist jetzt, für was brauchen wir denn? Ah, da hinten. Münze 5, oder was? Was? Münze 2? Was ist eigentlich das für ein großes Level? Na gut, wir haben halt einen gewissen Bereich relativ lange jetzt hier verweilt. Wir sind an einem gewissen Bereich lange verweilt, das wollte ich sagen. Ernsthaft? Ach, das Viech nervt doch gerade. Und jetzt werden wir kilometerweit nach hinten geschleudert. Naja, kilometerweit ist ja nicht. Meine früher solche Spiele hätten gar keinen Checkpoint gehabt. Da hättest du das ganze Level in einer Runde durchspielen müssen. Ohne Treffer. Das heißt so im Sinn von, man darf sich nie treffen lassen. Gut, das hätte vielleicht denen mehrmals gegeben. Gut, wahrscheinlich hätte es denen sogar noch weniger gegeben. So, machen wir den mal einfach kaputt hier. Er ist nicht gerollt, er hat dieses, wie sagt man, anstatt... Er hat den hier gemacht. Oder... Ich weiß auch nicht. Man macht das eben mit derselben Taste. Es gibt eigentlich nur A und Rollen. Ja, gut, noch andere, aber... Ist halt so, wie man es von früher kennt. Tasten belegen, ja. Mehr oder weniger. Also man könnte das mit dem Classic Controller spielen und man würde wahrscheinlich keinen Unterschied merken. Und mit der Classic meine ich so NES und Super NES Controller. Naja. Was meine ich eben damit? Der Sprung geht leider nicht. Fragst du dich mich das eigentlich an jedem Checkpoint? Was? Konnte ich jetzt bitte schön das da oben kaputt machen? Habe ich schon mal gesagt, dass ich Plattformer mag?
Nein! Ich habe ja keine Probleme. Die Probleme haben die anderen. Die Gegner hier. Ja gut, eben, ich finde halt blöd, dass es auf derselben Taste gemacht ist mit dem Sprung hier. Boah. Badam. Wie das Ding einfach explodiert. Ich weiß auch nicht, was bringt hier die Lei-Li-Glocke? Woher sollte ich denn bitte schön Schaden bekommen haben? Ja, von so einem Ding, okay. Kann ja sein. Ah, okay, so geht's ja eher. Schön. Hier ich einfach gemütlich laufe, ja, wunderbar. Der Geist kann nicht flach gedrückt werden, meine ich. Ah, jetzt habe ich es gesehen. Dachte schon, hä, wie kommt man jetzt da runter? Was muss ich jetzt rauf oder runter? Okay, wir gehen mal rauf. Eine Frucht. Ich glaube, ich gehe ja zuerst runter. Ah ja. Ich habe immer das Gefühl, diese Frucht bringt uns eigentlich gar nichts. Boah. Naja, ich weiß auch nicht, wie ich das genau schaffen soll. Ah, oben gibt's noch. Hab nur gesehen, dass da oben Federn gibt. Das Beste ist, wenn ich getroffen werde. Ah, hier gibt's eine Münze. Ja, von der Schwierigkeitsgrade her verstehe ich die Münze sogar definitiv. Boah. Okay, der hätte theoretisch von der Schwierigkeitsgrad auch sein können. Ja, natürlich geht das Ding hier nicht kaputt. Hä, wo soll ich denn da hin, bitte? Ah, so. Klettern.
ein interessanter Bereich. Muss man zugeben. Ah, man wäre nach oben gekommen. Wahrscheinlich ist dort die letzte Münze. Was ist denn das für eine Kanone hier, bitte? Naja. Der macht mir irgendwie alles kaputt hier. Ah, doch, hier gibt's eine Münze. Sehr schön. Ist hier noch ein Checkpoint, oder? Gibt's hier hinten noch was? Was? Ernsthaft? Wir haben es gar nicht kaputt gemacht. Aber da unten gab es noch den anderen. Ich weiß nicht. So. Gut wäre ich wahrscheinlich jetzt nicht gewesen und hätte den geholt. Die 5 haben wir nicht? Okay. Wir können aber das weitere Tor freischalten, da, ne? Jetzt haben wir, müssten wir genügend Münzen haben. Nur weg da! Nur weg! Hä? An der Stelle wieder vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Yooka-Laylee and the Impossible Lair. Also macht's gut und tschüss!